Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Feuer! Ja Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Immer noch Solo. Ich habe jetzt aus dem letzten Gebiet noch alles abgeschlossen und ich kann euch sagen, dass das stellenweise die Hölle war. Also ja. Nichtsdestotrotz. Die verbotenen Lande, oder besser gesagt, die verbotenen Feuerlande. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich sehr viel mit Feuer zu tun habe. Wer jetzt gedacht? Das ist doch mal ein cooles Gebiet, ne? Richtig cool. Ba-da-ba-ba-ba. Na dann, let's go! Auch dass ich wieder irgendwas verpenne. Kann man die Dinge einsaugen? Nein. Man kann die Feuerbälle nicht einsaugen. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich will auch nicht unbedingt getroffen werden. Mit Eis eventuell die Fackeln ausmachen. Aua. Okay, erst erwähnte Challenge nicht geschafft. Ich wollte den Igel eigentlich essen. Warte mal, Feuer anmachen. Oder hacken. Oh, zwei spähende Kleffis soll ich auf jeden Fall vernichten. Ja, das klingt easy, aber die erkennt man ja. Komm mal her, ich brauche eine Fähigkeit. Hab leider kein volles Leben, aber kann ich Holz hacken? Nee. Gut, dann wäre das geklärt. Und wieder mal. Als ob die Welt einbricht. Warte mal, abwarten. Vielleicht kommt irgendwas Spezielles. Passiert da noch irgendwas? Nee. Das fuckert einfach nur ab. Bestimmt ist eine der Inseln, die... ich kann mir nicht vorstellen, dass es die einzige Insel ist, die abrutscht. Irgendeine Nebenmission. Dass da was drauf ist und man das rechtzeitig schaffen muss. Ja, wie zum Beispiel den Knopf da. Mir gefällt der Kristalligel immer noch, ne? Der ist erstens schnell und zum anderen stark. Oh, da ist ein Cliffy. Wie komme ich da hoch? Ah, über den Stein. Ja, komm her. Tschüss. Hab dich. Och, der Schmarrn schon wieder. Okay, da war was drin. Das ist gemein. Jetzt muss ich extra hier hochklettern. Aber ich habe den Stern schnell zusammenbekommen. Ist das der erste Waddle, den ich jetzt tatsächlich gefunden habe? Kann doch nicht richtig sein. Also vier muss ich ja generell finden. Hallo Maulwurf. Tschüss Maulwurf. Okay. Ich habe übrigens auch gemerkt, was bei der Eagle-Challenge mein Fehler war. Ich bin immer zu früh gesprungen. Nicht da rein? Ich spreche das nur mal an, weil ich gerade den Igel nutze. Also das wäre übrigens eine Stelle gewesen, hätte ich gesagt, da muss ich rein. Oh. Ich brauche dich offenbar. Geld, 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 Geld. Ich bin so kacke. Einmal kurz warten. So, da rein. Hab dich. Was kriege ich denn hier denn nochmal? Ach, sicher selber den Bohrer, falls ich mich auch so irgendwie ganz, ganz doof anstelle.
Wäre aber auch eine Kunst, da drin den Bohrer zu verlieren. Ist da denn noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Da war nur der Waddle drin. Der Waddle, der sich einen abwaddelt. Komm her! Das wäre es wert gewesen, dafür runterzufallen. Ah, die gehen nacheinander ab und zu mal hoch. So, zack. Alles ausgegraben. Man kommt hier bestimmt irgendwie nochmal in den Bereich rein, weil da oben ist eine Kiste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kiste einfach nur zur Deko da ist. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt eine Sache verkackt habe, weil ich nicht an diese Kiste gekommen bin. Es kann natürlich auch sein, dass diese eine Stelle, wo ich reingelaufen bin, eine Stelle war, wo man mit dem Bohrer noch weiter durch musste. Easy. So, den Weg da hoch habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich guck nur, was es hier so gibt. Ein Berg, der einstürzt. Stürzt er komplett ein? Das Ding stürzt komplett ein. Ich hab's noch rüber geschafft. Ich hab's in die eine Richtung geschafft, da klappt's auch in die andere. Im Ernst? Nur für so eine dämliche Kugel? Ah, da ist auch eine Zwischenplattform. Falls man nochmal zurück will. Die habe ich gar nicht gesehen. So, entweder hole ich jetzt Waddle Dee 3 oder Waddle Dee 4. Der Bohrer ist hier auf jeden Fall den Level essentiell. Oh nö, ich muss auf Zeit alles einsammeln. Erstmal hier unten am besten. Den Feuerball ignorieren und schnell rüber. Das Omelette war es fürs persönliche Vergnügen. Geschafft! Ich habe einen Waddle gerettet. Muss ich nur noch darauf kommen. Oh, jetzt muss ich Zeug löschen. Das war Waddle 3. Also, ich kann mir immer noch vorstellen, dass man irgendwie an die Kiste drankommt. So, vollstopfen. Da kommt safe noch was. Hopp. Ach, jetzt lösche ich hier diese Lavapfützen. Um Gottes Willen, die Dinger gehen ja instant nach unten. Warte. Ist die auch da verwendbar? Nö. Wozu kriege ich da hinten, also in dem Geheimgang, Wasser, wenn ich es da direkt vor der Nase auch nochmal bekomme? Das ergibt kaum Sinn. Da hätte man das kleine bisschen Wasser am Anfang echt schenken können. Also ich kann mir gut vorstellen, mach alle Lavapfützen weg. Oh nö. Ich muss mich beeilen, ich muss Waddle retten. Nein. Ich muss hier noch mal rein. Ja,
Lief nicht ganz so gut. Wie hätte ich an die eine Kiste oben dran kommen sollen? Ach, schon wieder irgendeine geheime Passage. Das war wahrscheinlich sogar die, wo ich drin war und wahrscheinlich tatsächlich mit dem Bohrer. Oder während das Ding nach draußen geschoben ist irgendwie. Irgendwas in der Art wahrscheinlich. Ich werde es euch wahrscheinlich wieder eingeblendet haben. Okay, da ist mal wieder eine Herausforderung. In der Kiste war wahrscheinlich irgendwie wieder eine neue Fähigkeit. Also eine Aufwertung. Die Sucherbomben. Boah, die brauchen so ends lange, bis sie endlich mal in die richtige Richtung gehen. Los, rein damit. Geschafft! Aber von der Zeit her wahrscheinlich nicht. Ich habe zu lange gebraucht, um die Sucherbomben zu rallen. Ah! Hat trotzdem noch irgendwie funktioniert, obwohl ich zigtausendmal daneben geworfen habe. Entschuldigung, dass ich gerade so ultra ruhig war. Sucherbombenschatz, beim ersten Try geschafft. Und hier links wahrscheinlich. Wollt mich doch verkohlen. Verstanden, weil wir hier in einem feurigen Lande sind. Verkohlen. Ja, Leute, das war doch eine erfolgreiche Folge. Ein bisschen kurz, aber dafür trotzdem erfolgreich. Wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!